Da gibt es einen Zug unten am Bahnhof, den ich benutzen kann, um zur Kapelle zu reisen, wo sich Walt versteckt. Vielleicht ist Niemandsland, wo das komische, was auch immer, was wir da gesehen haben, entlang lief und durchlief. Vielleicht das Niemandsland. Werden wir was sehen? Sonst noch was? Okay. Ich glaube nicht, dass es schlau ist, was ich hier gerade machen möchte. Nein, lasse ich das lieber. Tagebuch von Joseph Oswald. Da haben wir wohl schon eins übersehen, schade. 4 Jahre ist es her, dass ein paar Waldarbeiter diese komischen Stahlmenschen gesehen haben. Irgendwo nördlich von Hakavik. Damals sprach man von einer Art blauem Licht. Zwar klang die Geschichte immer wie ein Märchen, aber mich hatte schon damals die Ahnung beschlichen, dass das Ganze eher was mit der neuen Energiequelle zu tun hat. Einer der Ingenieure, der die Maschine mit aufgebaut hatte, erzählte mir letztens von dem blauen Licht. Über Nacht sind Geräte einfach verschwunden. Eine andere eigenartige Sache ist heute passiert. Ich kam in mein Wohnzimmer und plötzlich stand da ein Käfig mit einem singenden Vogel. Wie zur Hölle ist der hier reingekommen? Wer macht sich hier über mich lustig? Ich muss diesen Vogel loswerden. Ich sing den ganzen Tag und es fällt mir schwer, mich auf irgendetwas zu konzentrieren. Joseph Oswald. Nee. Oh Gott. Noch eins? Keins? Keins, nur eins. Okay. Wieso speichert denn das Spiel jetzt schon wieder? Okay, ich schätze mal, wir müssen unten lang. Aber das Ganze hier sieht so verdächtig aus. Ob hier irgendwas sein müsste. Na gut. Und da hinten ist auch noch ein Roboter, da unten auch. Vielleicht ist das dafür gedacht, dass man hier ein bisschen snipen kann. Okay, mindestens noch 3 Stück sind da. In diesen Explosionsdingen. Und da hinten ist der Bahnhof. Oh shit. Ah, tschüss. Ah, jetzt haben wir keine mehr. Ja gut, komm.
Gehen da runter. Wie auch immer man hier runterkommt. Hier nicht. Hier auch nicht. Ah. Hier. Okay, jetzt ist es dead. Ne, warte, 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 warte. Oh shit. Okay, nee, da geht's nirgendwo lang. Nix. Dürfen ja theoretisch jetzt alle tot sein. Gleiten ist noch ein Vieh. Ah, da ist auch noch so ein Explosionsteil. Ich hab halt echt Schiss, dass die mich in die Luft jagen. So. Und wir dann alles wieder von vorne machen müssen. Okay. Nachgeladen, haben doch nicht nachgeladen. So war's mit dir. Wahrscheinlich gibt es trotzdem immer noch mehr. So, wenn hier hinten nichts ist, dann friss ich einen Besen. Und hier ist nichts. Hier hinten bestimmt auch nichts. Aber das sieht verdächtig aus. Nicht ins Wasser fallen. Okay. Nope. Da ist eine Leiter, für irgendwo hinzugehen. Ich glaube, wir haben alle getötet, die hier waren. Und ja, getötet, sind ja Maschinen außer Gefecht gesetzt. Alles nachladen, um sicher zu gehen, dass wir hier nichts zurücklassen. Okay, schätz mal, wir müssen da hoch. In diese Leiter. Und es geht nirgendwo anders lang. Müssen wir wohl hier hoch. Oder auch nicht. Ah, wir müssen über die Dächer der Züge.
heißt der eine Typ. Das ist ein Zug. Den wir wahrscheinlich nehmen müssen oder können. Und der wird ja mit Dampf betrieben, von daher wissen wir, ja, wie das funktioniert. Tagebuch von Josef. Ich habe es geschafft, nun einige Repräsentanten unseres Volkes zu überzeugen, gegen weitere Industria-Gesetze zu wählen. Wir sind alle besorgt, dass die gefährlichen Begegnungen mit Atlas, wie Rosendahl die Dinge nennt, eher mit der großen Maschine im Institut zusammenhängen, als mit Weverstadt im Rosendahl behauptet. Wie Rosendahl behauptet. Wir haben gute Chancen, durchzukriegen, das Gerät abzuschalten, wenn wir noch mehr Leute finden, die gegen Rosendahls Politik sind. Seit November finde ich nun immer mehr dieser Vogelkäfige in meiner Wohnung. Egal was ich tue, sie erscheinen einfach über Nacht. Ich weiß nicht, was ich dagegen unternehmen soll. What the hell? Okay. Vielleicht halluziniert er auch einfach. Okay, coole Lokomotive. Alright, I'm good to go. Good. While you find your way out of there, you know, I think I might go put the kettle on. Well, it's so nice to know that someone's got your back. You're welcome. Irgendwie cool. Können wir hier hoch? Nee. Irgendwas wird gleich passieren müssen. Ich denke mal nicht, dass wir dahin kommen, wo wir hin wollen. Okay, vielleicht doch. Sind wir wieder hier? Sonnensystem. 1000 Erden. Wieder ein Mensch, der runtergefahren ist. Das schon wieder. Sind das Seelen vielleicht? Irgendwie von Verstorbenen, die wegen Rosendahl gestorben sind. Ich kann mir diese Dinge hier nicht erklären, was hier in dieser Anderswelt passiert. I wonder how he knows all these things. He knows all of Atlas' moves. Just how? It's almost like a relationship. Every move gets counted. Wie eine Beziehung. Er weiß so viel. He's outstanding. He's brilliant. So utterly brilliant. The new wall he built might be the solution. The way it's been constructed. Outstanding. He's brilliant, so utterly brilliant. Where should this all lead to? I wonder how he knows all these things. He knows all of them. Was ist das? Who
Interessanterweise kann ich das nicht aufheben. Anton 4X. Ist das eine Spieluhr? Eigentlich hätte man in dieser Welt auch das HUD hier rausnehmen können, wenn man es nicht braucht. Was trägt er in der Hand? Ist das ein Vogelkäfig? Ein Ball? Ein Ballon? What the? Ich verstehe hier einfach nie irgendwas.